Im Internet geisterte in den letzten Tagen eine ziemlich interessante Nachricht rum, und zwar gibt es wohl bald einen neuen A380-Betreiber. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von diesem ganzen Subchartergeschäft habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Fluggesellschaften wie zum Beispiel Privilege Style, die mit ihrer 777 ja jetzt eigentlich mehr oder weniger fest für Air Berlin fliegen. Die spanische Vamos Air, die mit ihrem Jumbo nach Rostock Lagereien eiert, wo eigentlich überhaupt gar kein Großgerät landet. Oder zum Beispiel auch Highfly, eine portugiesische Fluggesellschaft, die genau wie die eben genannten Beispiele darauf spezialisiert ist, dort einzuspringen, wo Flugzeuge oder Crews gebraucht werden. Was sich erstmal eigentlich ganz clever anhört, ist eine ziemlich große Herausforderung für alle Beteiligten, denn ihr müsst euch das so vorstellen. Zum Beispiel irgendeine deutsche Fluggesellschaft möchte von irgendeinem Ort an irgendeinen anderen Ort fliegen. Nur das Flugzeug ist halt aus welchen Gründen auch immer ausgefallen. Und die Reserve, die man dann dafür eigentlich hat, die halt auch. Oder man hat vielleicht sogar gar keine Reserve. Soll es auch geben. Bevor man den Flug dann canceln muss oder ihn zum Beispiel für Tage verspäten muss und dann sich ganz viel Ärger von den Leuten einheimst, dann ordert man zum Beispiel eine Fluggesellschaft wie Highfly, die kommt dann mit ihrem eigenen Flugzeug und ihrer eigenen Crew aus Portugal und fliegt die Strecke für die deutsche Fluggesellschaft. Und genau dafür werden diese Fluggesellschaften bezahlt. Catering bekommen die dann das, was das Flugzeug, was da eigentlich hätte stehen sollen, bekommen sollte. Die Crew bekommt dann noch so eine Art Fließdiagramm in die Hand, damit die auch wissen, was sie für einen Service machen sollen. Denn die fliegen ja für viele verschiedene Fluggesellschaften und müssen dann halt eben auch verschiedenen Service machen. Also, es kann durchaus sein, dass ihr zum Beispiel einen Flug bei einer deutschen Fluggesellschaft bucht und dann steht aber nicht das Flugzeug der Fluggesellschaft am Gate, sondern halt eben ein weißer A340 von Highfly zum Beispiel. Oder es ist teilweise sogar so, dass die Fluggesellschaften ihre Flugpläne so eng haben, dass sie das ohne Subcharter gar nicht schaffen können. Und dann fliegt zum Beispiel eine Privilege Style 777 auch für längere Zeit bei einer Fluggesellschaft. Also nicht bei einer Fluggesellschaft, sondern sie fliegt für die Fluggesellschaft als Subcharter. Dieses ganze Subchartergeschäft möchte man natürlich so gut wie möglich vermeiden, denn man möchte als Fluggesellschaft natürlich seine Passagiere mit seinem eigenen Flugzeug, mit seinem eigenen Produkt und natürlich seiner eigenen Crew durch die Gegend fliegen. Aber manchmal ist das halt aus welchen Gründen auch immer nicht möglich. Und dann kommen solche Fluggesellschaften zum Einsatz. Mit solchen Subchartern zu fliegen kann durchaus mal ziemlich interessant sein, denn die Flieger, die die Fluggesellschaften haben, sind oft ziemlich wild zusammengekauft. Zum Beispiel hat Vamos Air einen alten Jumbo von Air New Zealand, auch mit der Air New Zealand Innenausstattung. Oder Highfly hat einen alten A340 von Emirates, mit der alten Emirates First Class. Und so durcheinander das irgendwie auch gerade klingen mag, das Geschäft scheint zu laufen. Und deswegen hat Highfly auch erst vor kurzer Zeit zwei brandneue Airbus A330 bei Airbus bestellt. Und bald wird die portugiesische Fluggesellschaft auch zwei Airbus A380 aus dem alten Bestand von Singapore Airlines übernehmen. Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass die Dinger aus Singapur kommen. Und das ist ziemlich krass, oder? Ich meine, mit einem A380 im Subchartergeschäft steigt man da eigentlich nochmal auf ein ganz anderes Level. Und sollte dann auch die Singapore Airlines Bestuhlung drin bleiben, dann hat man zwar ein mittlerweile etwas älteres, aber durchaus sehr, sehr gutes Produkt, zumindest was die Hardware angeht. Und der wichtigste Punkt an der ganzen Sache ist, damit könnte man eigentlich auch wirklich jedes Flugzeug jeder Fluggesellschaft auf jeder beliebigen Strecke wirklich ersetzen. Denn das ist so ein gewisses Problem in diesem ganzen Subchartergeschäft. Zum Beispiel, ein Flug ist gebucht mit 250 Eco-Passagieren und 35 Business-Class-Passagieren. So, und der Flieger kann dann aus welchen Gründen auch immer nicht kommen und deswegen wird die Highfly beordert. Die hat aber zum Beispiel gerade halt nur noch einen Flieger mit 20 Business-Class-Plätzen. Das heißt, man muss 15 Leute downgraden. Am besten noch in die Echo, und das ist ziemlich scheiße. Denn damit vergrault man sich seine treuen Kunden ziemlich schnell, glaube ich zumindest. Und wenn dann der neue A380 kommt, der hat 100 pro auf jeden Fall genug Sitze. Also auf jeden Fall genug Sitze in den jeweiligen Klassen. Und das macht das ganze Subchartergeschäft auch wieder ein ganzes Stück interessanter. Und deswegen bin ich auch durchaus mal gespannt, was Highfly denn aus ihrem A380 macht. Tja, und das nächste Thema. In Berlin ist vor kurzem etwas ziemlich Unglaubliches passiert, denn es standen Flugzeuge am neuen Terminal des neuen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg. Warum? Weil in Berlin-Spandau wohl eine Weltkriegsbombe entschärft werden musste und deswegen war der Flughafen Tegel gesperrt. Und deswegen wurden alle Flieger oder ziemlich viele Flieger nach Schönefeld umgeleitet und dort hatte man einfach nicht genug Platz. Und weil sich ja der Flughafen Berlin-Schönefeld und der Flughafen Berlin-Brandenburg Start- und Landebahn teilen, sprich miteinander verbunden sind, dachte man, ach, parken wir doch mal kurz ein paar Flieger da drüben. Laut Passagieraussagen kam es da durchaus auch zu organisatorischen Schwierigkeiten. Aber das ist wahrscheinlich einfach eine Ausnahmesituation, wenn eine Weltkriegsbombe entschärft wird. Aber ja, irgendwie doch wieder ein bisschen traurig, dass man mittlerweile schon Flugzeuge vor dem Teil parkt und einfach nichts mit dem Gebäude anfangen kann. Neuer Fertigstellungstermin soll übrigens November 2018 sein. Ach ja, und bevor ich das vergesse, noch was Kurzes hinten dran, über das ihr euch gerne aufregen dürft. Und zwar fliegt Ryanair jetzt bald auch ab Stuttgart und München nach Dublin. By the way, ist München dann mittlerweile der 14. Flughafen, den Ryanair in Deutschland anfliegt. Alter, ich wusste nicht mal, dass wir so viele Flughäfen haben.
Ja, und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.